So, was geht ab? Ich bin gerade der absolut verwirrteste Typ EO West, Portugal. Alter, ich bin, hab mich um meine Zeit 19 Uhr hingelegt nach dem 24-Stunden-Stream, glaube ich. Und bin dann irgendwie, hab mir den Wecker gestellt, 6 Uhr morgens mit Klör zusammen, damit man halt ein bisschen Rhythmus oder so, ne, morgens oder sowas. Jetzt bin ich zwischendurch, dann bin ich zwischendurch aufgewacht, watschel so rum, hab ich noch, das weiß ich noch. Und dann dachte ich, hab ich hier auf diesen kleinen Wecker hier geguckt, diesen hier, ne, diesen. Und dann war da irgendwas mit einer 5. Da ist halt nicht 17 Uhr und sowas angezeigt, ne. Und dann dachte ich mir so, okay, 5 Uhr, what the fuck, 5 Uhr morgens, dann kann ich ja noch eine Stunde schlafen. Leg mich wieder hin, auf einmal wache ich wieder auf und es ist 12. Ich denke so, what the fuck ist hier los? Musste erstmal DS gehen und fragen, oh Mann, Alter, was geht denn hier ab? Was für ein Tag ist heute? Janchen, helf mich. Na gut, scheiß drauf, es ist anscheinend erst 12 Uhr nachts und ich habe erst irgendwie, was weiß ich, 5 Stunden geschlafen oder sowas. Ich habe mir jetzt eine Kiwi reingezogen. Ich bin, glaube ich, vor Hunger aufgewacht. Ich habe ja in einem 24-Stunden-Stream nicht gegessen. Und habe hier, hätte ich kochen müssen und sowas. Und da habe ich noch nicht gemacht. Oder habe ich halt nicht während des 24-Stunden-Streams gemacht. Jetzt muss ich was essen, Alter. Ich habe mir eine Kiwi reingezogen und denke so, boah, geil, Alter, richtig Energie. Kiwi, Affenhuhn. Der eine Affenhuhn hat es mir richtig besorgt jetzt hier. Jetzt bin ich wieder fit, ey. Wow. Wow. Alter. Und ich wollte mich jetzt nochmal bedanken. Geile Sache. Also, der 24-Stunden-Stream war enormst geil. Das 200-Sub-Ziel haben wir geschafft, Jungs und Mädels. Das ist der Frauen-Stream. Ja. Und falls bis zum nächsten Wochenende der BH, das Kleid und die scheiß Perücke angekommen sind, dann geschafft die nochmal an der Stelle. Dann wird es den Stream auch nächstes Wochenende geben. Ansonsten nicht. Dann müssen wir den halt noch eine Woche verschieben. Und das nächste Zap-Ziel ist angesetzt. 225 haben wir uns gedacht, wir machen ein 2-on-2-Mini-Turnier in dem Sinne gegen die Community. Das heißt, ihr spielt gegen mich und Klör. Das heißt, wir gehen auf Aramap und machen dann halt nicht 1-on-1 nach den 1-on-1-Regeln, aber mit 2-on-2. Ne? Dann spiele ich und Klör gegen dich und deinen Kollegen. Und wenn ihr gewinnt, kriegt die Community einen Punkt. Wenn wir gewinnen, kriegen wir einen Punkt. Und wenn ihr uns besiegt, dann müssen wir uns noch irgendwas ausdenken. Oder ich mir halt irgendwie, von wegen, dass vielleicht, wenn ihr es schafft, die Community uns zu besiegen, mehr Punkte zu kriegen, nach 2-3 Stunden 2-on-2 ist. Ne? Wenn ihr es dann geschafft habt, uns zu besiegen, punktemäßig, dass ich dann irgendwie ein Giveaway raushaue, wo ich mir halt noch Gedanken machen muss. Also dann könnt ihr sozusagen als Community für die Community Giveaways gewinnen, sozusagen. Und wenn nicht, dann habt ihr halt verschissen. Puh. Gut, der nächste Stream ist Montag heute. Ich werde mir jetzt was zu essen kochen, ein bisschen was essen, mich wieder hinlegen und um 6 Uhr morgens aufstehen. Ich hoffe, ihr seid morgen mit dabei. Montags, haut rein. Ich weiß nicht, wie viele Leute ich jetzt noch erreiche hier mit dem Video nachts um 1, ey. Samstags. Aber ich hoffe, ihr seid fit. Ich stehe gerade in Unterhose, ne? Ja, ich stehe einfach in Unterhose. Und ja, ich würde sagen, haut rein. Wir sehen uns Montag. Geile Sache. Ich liebe euch alle. Bis demnächst.